Sturmalarm! Helft einander! Sichert die Korallen und klappt die Muscheln zu! Versteckt euch in euren Häusern! Bestimmt kennen viele 90s-Kids diese Szene. Das war ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie Flipper und Lopaka. Und klar kann Flipper hier sprechen. So ein Delfin ist ja schließlich super smart. Sogar so smart, dass er einen Sturm schon lange vor seinen Freunden erkennt. Du glaubst tatsächlich, dass ein Sturm kommen wird? Ich meine, die See ist doch ganz ruhig. Das macht diese Tuli-Stürme eben so gefährlich, dass sie plötzlich da sind. In dieser Folge von Flipper und Lopaka muss der freundliche blaue Delfin mit seinem Menschenfreund Lopaka, seinem Erzfeind, der Krake Dexter, helfen. Und weil Flipper so ein toller Typ ist, hilft er natürlich auch seinem Rivalen. Dexters Nichte Inki ist nämlich verschwunden. Und es zieht ein Sturm auf. Inki muss wirklich schnell gefunden werden. Für mich und meinen Freund Lopaka natürlich gar kein Problem. Flipper? Bingo, ich bin's. Wenn's um meine Heldentaten geht, stehe ich dir gern Rede und Antwort, Erika. Na gut, ich begrüße Flipper aus Quetzo als Gast im Delfin-Dilemma. Flipper, zwischen 1999 und 2005 laufen deine Abenteuer im Kika. Du hast ja sogar den Beinamen Freund aller Kinder. Ganz genau, der bin ich. Aber Flipper, sag mal, wieso lieben Kinder deine Geschichten überhaupt so sehr? Na, das ist doch klar. Ich bin ein gewitzter Delfin und hab immer einen schlauen Ratschlag parat. Und überhaupt, wir Delfine sind einfach cool. Und warum denkst du, seid gerade ihr Delfine bei den Menschen so beliebt? Weil wir immer so aussehen, als würden wir lächeln. Ich denke, deswegen mögen uns alle. Und wir sind auch für die Menschen manchmal Retter in der Not. Kennst du nicht die Geschichte von dem armen Surfer vor der kalifornischen Küste? Nein, tatsächlich kenne ich sie nicht. Aber erzähl doch mal. Also, das war so. Ein Surfer wurde von einem weißen Hai angegriffen. Der Surfer war richtig schwer verletzt, hat geblutet und ein paar meiner Artgenossen sind ihm dann zu Hilfe geeilt. Sie haben ihn so lange beschützt, bis sich der Surfer zurück ans Ufer retten konnte. Krass, ihr seid ja richtige Helden. Aber klar. Mein großes Vorbild ist der Filmflipper aus den 60er Jahren. Er hat seinen Menschenfreund Sandy auch mal vor einem Haiangriff bewahrt. Gespielt wurde Flipper von der Delfin-Schauspielerin Kathy. Die musste im echten Leben leider im Aquarium leben. Da ist es in der Zeichentrickstadt Quetzo schon viel cooler. Hier lebe ich in Freiheit. Aber fehlen dir nicht ein paar Artgenossen, andere Delfine? Ach Quatsch, Lopaka ist doch mein bester Freund und ich habe noch meine Delfinfreundin Ultra. Aber klar, normalerweise leben wir Delfine in großen Gruppen mit unseren Familien und unseren Freunden. Mehrere hundert Tiere sind da gemeinsam unterwegs. Und wenn wir uns erstmal gefunden haben, bleiben wir bis an unser Lebensende Buddies. Wir erkennen uns untereinander an unserem Signaturpfiff. Jeder hat seinen eigenen. Das ist wie unser Name. Wow, Flipper, da habe ich ja echt super viel von dir gelernt. Danke, dass du da warst. Aber klar doch. Ich zisch dann mal wieder ab. Lopaka wartet sich ja schon auf mich. Also dann, Ayaloa, Krakatoa. Hi, mein Name ist Erika Balzer und ihr hört das Delfin-Dilemma. Ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Flipper kann man ja fast nicht nicht mögen. Und viele Menschen verbinden etwas mit dem fröhlichen Delfin. Obwohl ich als Kind zwar wirklich nie Flipper, sondern die Pfefferkörner und GZSZ geschaut habe, bin ich jetzt auf jeden Fall Fan. Und auch seine realen Artgenossen faszinieren uns Menschen einfach besonders. Einen Mann sogar so sehr, dass er seine Meinung zur Delfinhaltung komplett geändert hat. In dieser Folge geht es um einen Widerspruch. Wie können wir Menschen Delfine in echt und in Filmen so lieben? Und wie können wir sie dann trotzdem einsperren? Ihr hört Folge 3, Free Flipper. Gerade habt ihr schon Flipper bei mir im Studio gehört. Jetzt lernen wir auch den Mann dahinter kennen, Robin Brosch. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Die Liste seiner Sprechrollen ist lang. Man hört ihn auch in den Serien King of Queens oder The Crown. Auf seine Sprecherrolle für Flipper und Lopaka
musste er sich nicht groß vorbereiten. Ich habe tatsächlich nicht, wie man das jetzt von Robert De Niro erwarten würde, so Method-Acting-mäßig mich auf den Delfin vorbereitet, sondern es war mir klar, dass es eine Kindersendung ist, wo ein Delfin spricht. Das kennt man ja schon so ein bisschen. Ich bin natürlich mit Flipper aufgewachsen, ne, Freund aller Kinder. Die Serie über Flipper aus den 60ern hat er in Schwarz-Weiß in Erinnerung. Das liegt aber vielleicht auch eher am Fernseher seiner Eltern. Brosch findet die Folgen wahnsinnig spannend. Für ihn ist klar, warum Flipper bei den Kindern so beliebt ist. Ich glaube, dass die Kinder sich danach sehnen, eine Welt zu sehen, die in Ordnung ist. Oder die zumindest immer wieder in Ordnung kommt. Wo sie merken, die Welt ist nicht nur rosa-rot, sondern es gibt Probleme. Aber man kann eben mit Freundschaft, mit Witz, mit Humor Dinge lösen. Nach knapp 100 Folgen kennt Brosch Flipper in- und auswendig. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel von Flipper eigentlich in Robin Brosch selbst steckt. Ich denke, die Anfrage für die Rolle kam nicht ganz von ungefähr, dass mir doch eine gewisse Freundlichkeit, Herzlichkeit und Wärme nachgesagt wird, die Flipper einfach hat. Und ich hoffe mal, ja, dass ich die auch mitbringe. Ich habe Flipper wahnsinnig geliebt. Und so geht es nicht nur Brosch. Nina, haben Delfine bei dir eigentlich eine Rolle gespielt? Ja, voll. Delfine waren eine Zeit lang meine absoluten Lieblingstiere und ich hatte wirklich alles mit Delfinen drauf. Brotdose, Kalender, Handtuch, Kuscheltier. Also bei mir war wirklich alles voller Delfine. Also richtig gebrandet, weißt du, also so ein richtiger Delfin-Ultra. Ja, voll. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe meine Eltern und Großeltern extra gefragt und die meinten zwar, wir waren gemeinsam mehrere Male sogar im Delfinarium und ich fand es ganz cool und irgendwie auch richtig spannend, aber ich kann mich halt einfach wirklich gar nicht dran erinnern. Das ist sehr schade, weil ich jetzt als Kind sicher voll gefeiert, aber wir waren tatsächlich nie dort und ja, ich habe nie in echt Delfine gesehen. Ich habe auch nie wirklich Flipper geguckt. Deswegen weiß ich gar nicht, woher meine Begeisterung für Delfine eigentlich kam. Aber irgendwie fand ich die Tiere einfach ultra toll. Und wie oft sieht man dich dann jetzt im Delfinarium? Tatsächlich war ich zur Recherche jetzt das allererste Mal in Nürnberg im Delfinarium. Heute verfolgen mich die Delfine gefühlt eher in der Musik. Ja, ich sag nur 40 Jahre die Flippers. Und es gibt auf jeden Fall auch eine Band aus Nürnberg, die Disco Dolphins heißt. Und hat UFO nicht auch einen Delfin auf einem Cover? Ja, oder der Delfin in der Bauchtasche. Ganz, ganz hartnäckiger Ohrwurm. So richtig beginnt der Flipper-Hype 1963 mit dem ersten Kinofilm. Er wird ein Riesenerfolg und Flipper wird zum Filmstar, zur Ikone. In dem Film geht's um Sandy. Der Junge freundet sich vor der Küste Floridas mit Flipper an und die zwei erleben so einige Abenteuer. Obwohl ihre Freundschaft eigentlich verboten ist. Sandys Vater ist nämlich Fischer und Delfine sind seine Konkurrenz. Am liebsten wird er sie loswerden. Das hindert Sandy und Flipper aber nicht an ihrer Freundschaft. Sandy rettet den Delfin, nachdem er von einem Fischer verletzt wird, und umgekehrt beschützt Flipper den Jungen vor bösen Haien. So schwimmt sich der Delfin auch in die Herzen der ZuschauerInnen. Heute ist Flipper ein Synonym für Delfin. Sagt jemand den Namen, weiß direkt jeder, welches Tier gemeint ist. Insgesamt gibt's 3 Filme und eine Serie mit echten Menschen und Tieren. In den 90ern folgt eine Neuauflage der Serie. Und dann kommt auch noch die Zeichentrickshow Flipper und Lopaka dazu. Der Flipper-Hype nimmt über Jahrzehnte kein Ende. Interessanter Sidefact. Schon in der Antike gelten Delfine als Retter von Schiffbrüchigen. Und auch heute noch helfen sie manchmal Menschen in der Not. Flipper hat uns ja schon die Geschichte vom Surfer in Kalifornien erzählt. Und es gibt noch mehr solcher Heldentaten. Von einer berichtet ein Rettungsschwimmer aus Neuseeland. Er war im offenen Meer unterwegs, als ihn eine Gruppe von Delfinen einkreist. Er versteht nicht ganz und versucht aus dem Kreis rauszuschwimmen. Die Tiere lassen es aber nicht zu und stoßen ihn richtig zurück. Er versteht dann erst, wieso. Es schwimmt nämlich ein Hai ganz in seiner Nähe. Erst als der Raubfisch verschwunden ist, lösen die Delfine den Kreis auf. Solche netten Heldengeschichten sind aber eher die Ausnahme. Untereinander sind Delfine alles andere als nett
Und manchmal können sie auch richtige Arschlöcher sein. Guido Dehnhardt, der an der Universität Rostock zu den Meeressäugern forscht, würde das natürlich nie so sagen. Auch dass Delfine so gesehen vergewaltigen, drückt er etwas anders aus und spricht von erzwungene Kopulation, von wegen Empathie. Ja, dass eben auch große Tümmlermännchen, die separat von den Weibchengruppen leben, systematisch Weibchengruppen aufsuchen, Weibchen aus dieser Gruppe versuchen, mehr oder weniger gewaltsam herauszutrennen, um dann mit denen quasi erzwungen zu kopulieren. Auch zwischen Delfinmännchen und freier Wildbahn gibt es manchmal ganz schön Stress. Aber da sieht man, wie zum Beispiel ein Delfin, erwachsener Delfin in der Gruppe zusammengedroschen wird. Der wird so dermaßen verprügelt. Und ich bringe das häufig in der Vorlesung auch so ein Video, um auch zu zeigen, es heißt ja immer so, die Meere sind so grenzenlos und man kann hinschwimmen, wo man will und Distanzen ohne Ende. Nein, das ist aber nicht die Realität, sondern ein Delfin, der bleibt lieber in dieser Gruppe und lässt sich verprügeln bis zum geht nicht mehr, bevor er dann rausgeht aus der Gruppe. Auch die wahre Geschichte hinter den Flipper-Filmen und Delfindarstellern ist alles andere als lustig. Im nächsten Teil folgen drastische Schilderungen über Gewalt an Tieren und Tod. Wenn euch das zu viel wird, dann springt am besten weiter zur nächsten Folge oder hört sie euch mit jemandem an. Ein Großteil der Flipper-Dreharbeiten in den 60ern findet im Miami Seaquarium statt. Schon 10 Jahre bevor die ersten Delfine nach Nürnberg ziehen, leben dort mehrere Tümmler, die Flipper spielen. Ein Delfin wird besonders prägend, Kathy. Das Miami Seaquarium ist eins der ältesten Meeresaquarien in den USA. Bis heute finden dort Delfinshows statt. Es gibt für BesucherInnen sogar die Möglichkeit, von 2 Delfinen durchs Wasser gezogen zu werden. Und genau dort wurde Delfin Kathy trainiert. Und zwar von Richard, kurz Rick, O'Berry. Wer sich mit Delfinhaltung auseinandersetzt, kennt ihn. I grew up on South Miami Beach and right next to the beach, literally growing up on the beach. In those days, in the 40s, you could look down South Beach and the Second World War was going on and there were no people there and you could see dolphins. O'Berry wird 1939 in Miami, direkt an der Küste, geboren. Schon als Kind kommt er das erste Mal mit Delfinen in Kontakt. Das erzählt er in einem YouTube-Interview mit Captain Dave's Dolphin and Whale Watching Safaris. Yeah, I remember standing there holding my mother's hand and she was telling me about how dolphins saved the lives of some airmen who were shot down out of the sky during the war and were pushed ashore to a deserted island. And it stuck in my mind that dolphins saving the life of a human. Besonders fasziniert hat ihn eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Seine Mutter erzählt dem kleinen Rick, dass Delfine abgeschossene Piloten retten. Noch eine Heldengeschichte von Delfinen. Mitte der 50er besucht O'Berry das erste Mal ein Delfinarium. Sofort steht für ihn fest, hier will er arbeiten. Und so kam es dann auch. Er wird der Typ im Becken. And then I became that guy in the tank, walking around with that helmet on, feeding them. Capturing them, actually. We had a capture boat. And that was actually the first job I had was on the capture boat. First day at work, I was assigned as a diver on the capture boat. O'Berry füttert die Delfine aber nicht nur. Er fängt sie auch aus dem offenen Meer. Gleich an seinem ersten Tag muss er als Taucher mit raus. I've captured so many dolphins when I was working for the Miami Seaquarium. They died before we got them ashore. Some die a few days later, some a month later, some a year, very few live a long time, but they're not really living, they're simply surviving. Viele der Delfine sterben schon beim Fang. Andere leben ein paar Tage, Monate, 1-2 Jahre. Und selbst die, die durchkommen, mit Leben hat das aus O'Berrys heutiger Sicht nichts zu tun. I spent so much time underwater. And when you get at eye level with them like that, it's very different than training them on the surface of the water, and you're looking down at them, do you are at eye level. And then I was like literally living with them. Seine Arbeit im Miami Seaquarium ist intensiv, auch wegen den Flipper-Dreharbeiten. Für ihn ist es sehr besonders, wenn er zu den Delfinen ins Wasser steigt.
wenn er mit ihnen auf Augenhöhe ist. In dieser Filmzeit lebt er sozusagen mit den Tieren. Und eine ganz spezielle Delfin-Darstellerin wird sein Liebling, nämlich Kathy. Sie spielt Flipper im Film. Mit ihr beschäftigt sich O'Barry deshalb besonders viel. Er bringt ihr viele Tricks bei, die ZuschauerInnen später im Film bewundern. Er ist so close mit ihr, dass er sogar den Fernseher mit zum Wasser nimmt, damit Kathy sich selbst als Flipper sehen kann. Irgendwann, O'Barry arbeitet schon gar nicht mehr im Seaquarium, kommt dieser eine Moment, in dem sich sein Leben grundlegend ändern soll. Von dem erzählt er in der Dokumentation Blood Dolphins. Es geht um seinen Liebling, um Kathy. Er wird zu ihr ins Aquarium gerufen, am 22. April 1970. She was on the surface of the water, just laying there with her head up against the tank. I call this captive dolphin depression syndrome. Das Tier liegt total apathisch an seinem Becken. O'Barry nennt das die Depression der in Gefangenschaft gehaltenen Delfine. And I held her for a few moments and she looked me right in the eye, took a breath of air and never took another one. Er nimmt Kathy in die Arme und hält sie. Sie macht einen letzten bewussten Atemzug. Ihren allerletzten. And I let her go and she just sank to the bottom of the tank. O'Barry lässt seinen Liebling gehen. Kathy sinkt auf den Boden des Beckens. Die Theorie vom Delfin-Selbstmord ist sehr umstritten. O'Barry ist sich sicher, dass sich Kathy für den Tod entschieden hat. Delfine sind nämlich bewusste Atmer. Das heißt, anders als wir Menschen, haben Delfine keinen Reflex zum Atmen. Sie müssen sich jedes Mal bewusst dafür entscheiden und können dementsprechend, rein theoretisch, auch einfach damit aufhören. Aber das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Also spätestens da hört es bei mir als Wissenschaftler auf, ne? Das ist Wolfgang Rades. Ihr kennt ihn aus der zweiten Folge. Er ist der Biologe und Artenschützer im Loro Park auf Teneriffa. Der Wissenschaftler widerspricht der Theorie, dass sich Delfine umbringen. Weil ein Delfin nicht in der Lage ist, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Weil er zwischen Leben und Tod als Individuum im Bereich des Ich-Bewusstseins nicht unterscheiden kann. Also wir dürfen Tiere nicht unterschätzen, ne? Um Gottes Willen. Aber sie sind, Gott sei Dank, nicht so sehr in der Lage, um die Ecke zu denken, sage ich mal. Es ist richtig, dass Delfine, wie alle Meeressäuger, keinen Atemreflex wie wir Menschen haben. Trotzdem sagt die Wissenschaft, dass Delfine nicht die Luft anhalten, mit der Intention, sich wirklich umzubringen. Rick O'Barry hält aber an seiner Theorie fest. In einem Interview mit dem Magazin Focus sagt O'Barry, der Flipper-Hype habe dazu beigetragen, dass Delfinarien so beliebt sind. Und er selbst habe daran einen Anteil. O'Barry fühlt sich schuldig. Der angebliche Selbstmord von Kathy ändert seinen Blick auf die Delfinhaltung komplett. Das Lächeln der Delfine nennt er die größte Täuschung der Natur. Die Tiere sehen einfach immer so aus, als wären sie glücklich. Auch wenn sie in echt womöglich leiden. Most of the dolphins in Europe were born inside of a tank, inside of a building, right? They have never seen a live fish in their life. They don't know what the tide is or the current. They think that the ceiling is the sky. These are freaks that we have created for our amusement. Niemals haben die Zoodelfine einen lebenden Fisch gefangen. Viele von ihnen halten die Decke des Delfinariums für den Himmel. O'Barry sagt, die Delfine sind Freaks, die die Menschen nur zur Unterhaltung gezüchtet haben. Und genau deswegen setzt er sich jetzt für die Befreiung von Delfinen ein. Er widmet sein ganzes Leben dieser Aufgabe. 1970 gründet er die Initiative Dolphin Project und macht mit einem Film und einer Serie auch in popkulturellen Kreisen auf das Thema aufmerksam. Der Film The Cove gewinnt 2011 einen Bambi. Der Bambi in der Kategorie Unsere Erde für Rick O'Barry. In seiner Dankesrede bei der Bambi-Verleihung spricht O'Barry die damals noch 3 Delfinarien in Deutschland direkt an. Sondern, dass man Menschen davon abhält, Tickets zu kaufen für Delfinschauen. Hört sich ganz simpel an, aber das ist wirklich die Lösung. Und ich denke, Deutschland wird sehr bald delfinfreundlich sein. Es gibt nur noch 3 Delfinarien in Deutschland. Eines wird im kommenden Jahr schließen und dann sind nur noch 2 da. Und diese 2 Delfinarien sind in Duisburg und Nürnberg. The Cove erhält außerdem einen Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm.
Die Doku zeigt das systematische Fangen und Töten von Delfinen in Taiji. Taiji liegt im Süden von Japan, unterhalb von Osaka. In dieser Bucht treiben JägerInnen mit Booten die Delfine zusammen. Mit Krach terrorisieren sie die geräuschempfindlichen Delfine. O'Berry nennt das eine Wall of Sound, eine Lärmwand. Delfine würden so leicht die Orientierung verlieren. Es sind hunderte Tiere, die auf einer kleinen Fläche, gerade mal so groß wie ein Fußballfeld, wild durcheinander schwimmen. Alle Fluchtwege sind versperrt. In Stage 1 of the capture, professional trainers isolate the best animals. These dolphins command enormous sums and are shipped to sea parks and aquariums around the world. In der Bucht werden die Delfine dann aussortiert. Im Winter 2022 zum Beispiel werden mehr als 30 Tiere lebend gefangen und in Delfinarien gebracht. Rund 500 getötet und ihr Fleisch verkauft. In Japan gilt es als Delikatesse. Das sind die Zahlen von der japanischen Organisation Life Investigation Agency. The first time I saw a slaughter, I couldn't believe it. O'Berry nennt es eine Abschlachtung. Als er die Jagd das erste Mal sieht, kann er nicht glauben, was da passiert. Auf Bali gründet er dann ein Zentrum für Delfine, die aus Haltung in Becken befreit werden, aber nicht mehr ausgewildert werden können. They might not be able to be released back into the wild, but at least they can live out their life in something like the Bali sanctuary. Die Tiere können dort in eingegrenzten Becken im Meer ihr Leben weiterführen. Die Delfine haben Platz zum Schwimmen und lernen wieder Fische zu fangen. Und es wird geprüft, ob die Delfine sogar ausgewildert werden können. In so einem Fall bereitet man sie dort darauf vor. But once you take them out of a tank like that, that's where the healing process begins and they're starting to get their life back and remember who they were before they were captured. And they have gained a lot of weight. They're catching their own fish now. O'Berry meint, für die Delfine beginne in der Auffangstation ein Heilungsprozess. Er ist überzeugt, die Delfine bekommen ihr Leben zurück und erinnern sich daran, wie ihr Leben war, bevor sie gefangen wurden. We don't want to keep them. We would like to free all of the captive dolphins in Bali that can be free and disassemble this and let the whole thing go back to nature because there's no need for a sanctuary after all the dolphins are gone. Für O'Berry ist klar, die Delfine sollen nicht dauerhaft in der Auffangstation bleiben. Die Auswilderung ist das oberste Ziel. Und im Idealfall soll es die Auffangstation auch irgendwann gar nicht mehr geben. Nämlich dann, wenn keine Delfine mehr befreit werden müssen. Selbst falls es irgendwann so kommt, ist es bis dahin ein sehr, sehr weiter Weg. Und jetzt mal angenommen, TierschützerInnen und AktivistInnen schaffen es. Und alle Delfinarien in Deutschland, in Europa, weltweit müssen schließen. Was passiert dann mit den Delfinen, die dort leben? Ja, man könnte sie auswildern, sie an ein Leben in Freiheit gewöhnen. Das ist aber gar nicht so einfach. Wie tricky es wirklich ist, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Was passiert, wenn ein Delfinarium stirbt? Komm her, Willy! Renn zum Wellenbrecher! Schnell, los, Willy, los! Komm von den Netzen weg, die sind gefährlich! It wasn't a Hollywood ending, you know? It wasn't like swim off into the sunset with his family. Die Trainerinnen und Trainer haben gesagt, was soll das? Den Delfinen geht's ja gut. Und wir sind halt auch nach wie vor von der Haltung überzeugt. Das Delfin-Dilemma ist ein Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Und vergesst natürlich nicht, den Podcast weiterzuempfehlen. AutorInnen sind Andreas Hofbauer und Caroline Heilig. Recherche Greta Nagel, Lea-Sophie Rode und Lukas Geschlapp. Produktion Anne-Sophie Reis, Anton Dietz-Felbinger und Inken Thiel. Social Media Simon Kirsch. ShowrunnerInnen Alicia Kohl und Robin Walter. Reporterin Nina Kammleiter. Musik und Schnitt Lukas Graf. Projektmanagement Lena Wölki. Beratung Storytelling Alexander Gutsfeld. Und Host bin ich, Erika Balzer. Das Delfin-Dilemma erscheint immer dienstags.